geschafft. Wir sind in der Fernmeile angekommen, hier in Sao Paulo. Und hier hinten dran, da geht es jetzt gerade los. Es hat Hunderttausende von Leuten, die sich hier rumzingeln. Ich habe schon alle Nationen gesehen. Es ist unglaublich, was hier im Moment abgeht. Jetzt gehen wir mal rein schauen und kommen mit. Es gibt hure geile Bilder. C'est la folie! C'est la folie! La deuxième étoile! Cette année, la deuxième étoile! Sind wir mitten im Kuchen innen, voll in den Fernmeilen. Und es ist wirklich krass, was hier abgeht. Hier hinten ist der die leise Leinwand, wo Spiele übertragen wird. Mega friedliche Stimmung. Sind alle ein bisschen am Tanzen und so weiter. Und haben immer Freude, wenn sie die Kamera gesehen haben. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rein schauen, was hier im Kuchen innen so abgeht. Du warst ein Schweizer. Geben wir zu den Schweizer, du warst ein Schweizer. Was machen die Schweizer da? Alles gut bei dir? Jawohl, bei dir auch. Ja, alles gut. Wie lange sind ihr schon da? Seit Montagmorgen. Seit Montagmorgen? Ja. Erzähl, was habt ihr schon so erlebt hier in Sao Paulo? Ja, gestern sind wir ein bisschen vor dem Stadion und dann ein bisschen abseits von der Altstadt. In einem super altes Beizli und herzlich willkommen gewesen. Wollt ihr Brasil? Ich denke, ich hoffe, es wäre gut für die Stimmung im Land. Aber wir sehen uns wieder in Brasilien, ja, und dann gewinnt die Schweiz. Das, was hier abgeht in dieser Fanmeile in Sao Paulo, wirklich noch nie gesehen. Jetzt ist gerade ein Konzert und Fußball verbindet definitiv. Es ist jung und alt hier. Es ist aus jeder sozialen Schicht jetzt Leute und man macht Party und Fashion und jetzt gut. Und es wird tanzt und gemacht und in einer Stunde ist, ja genau, mir ist Orischreier sehr gut, ist ein Spiel und da spielt Kroatien gegen Brasilien und ich danke mich ein bisschen für eine Richtung. Screen, wo es noch ein bisschen mehr abgeht und ich freue mich extrem. Wir sehen uns im Spiel. Bis nachher.